Eine Frage an dich. Wärst du bereit, jetzt sofort zu sagen, ja Allah, ich bitte dich um Vergebung für alles, ich bin bereit, alle Sünden zu lassen. Wärst du bereit? Die wenigsten werden sagen ja. Weil es Sünden gibt, man möchte diese weiter begehen. Warum soll Allah uns dann vergeben? Einer sagt, ja Allah, ich bitte dich um Vergebung. Aber er hat noch eine Freundin oder sie hat einen Freund. Ja Allah, ich bitte dich um Vergebung. Die nächste Zigarette steht schon an. Ja Allah, ich bitte dich um Vergebung. Um 18 Uhr, um 20 Uhr habe ich einen Termin mit meinen Homies. Da gehen wir hier und dort. Vergebung. Du möchtest die Vergebung. Sie ist nicht so billig, wie du denkst. Aber diese Vergebung bedeutet für dich dein ewiges Leben im Paradies. Möge Allah uns allen das Paradies geben. Aber wer nicht bereit ist dafür, dass er Allah Azza wa Jal ernsthaft um Vergebung bittet, so soll er sich 1000 Fragezeichen vor seinem Gesicht kleben, ob Allah ihm wirklich vergeben wird, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns im Koran eine schwere Ayah offenbart. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْضَرُوا. Und wisset, dass Allah sehr genau Bescheid weiß, was in euren Herzen ist. Darum passt auf vor Allah, sieht euch vor ihm vor. Eine Androhung von Allah Azza wa Jal. Allah sieht die Sünden, die wir tagtäglich machen. Allah subhanahu wa ta'ala sieht, wenn wir uns manchmal über die Religion sogar lustig machen. Allah Azza wa Jal sieht, wenn wir vom geraden Weg abweichen. Allah sieht all diese Dinge, deswegen warnt er uns und wisset, dass Allah Bescheid weiß über das, was in euren Herzen ist. Darum passt auf vor ihm. Eine Androhung Allahs.